Leute, heute mal ein ganz seltsames Setup. Und zwar, weil ich ein etwas größeres Teil für euch habe, wie ihr schon gesehen habt und im Titel schon erkennen könnt. Und ich mitten im Umzug bin, deshalb musste ich jetzt gerade provisorisch hier was zusammenbasteln, wo ich aufnehmen kann, weil ich wollte den nochmal aufmachen. Ich habe den vor Jahren mal aufgemacht für den Channel vom Fischkrieg. Der Link davon ist unten in der Beschreibung für die Leute, die sich dafür eher interessieren. So meine First Reaction. Hey, das ist eher so ein Review im Sinne von, ich zeige euch das. Ich kenne den Rucksack, ich kenne viele Leute, die den Rucksack haben. Ich kenne Leute, die den jahrelang jetzt benutzt haben und habe mir von denen auch ein bisschen Feedback geben lassen. Wie gesagt, wenn ihr First Reaction haben wollt, unten in der Videobeschreibung habt ihr dafür die Möglichkeit. Ansonsten gucken wir uns das Ding hier mal an. Das ist hier schon so in so einem Plastiksack. So. Weg. Oh, das ist ganz schön hier. Ich kann einfach nach hinten den Plastik wegwerfen. Den Plastik. Oh Gott. Mehr Müll. Haben wir jetzt alles an Müll übrig? Ja. So. Gucken wir uns erstmal hier eine Beschreibung an. Nee, tun wir nicht. Wir gucken uns erstmal an, was der Rucksack hat. Der Rucksack hat erstmal hier vorne so ein Riffelmuster. Man hört das auch. Das ist im Endeffekt ein schnittfestes Muster. Also der ist schnittfest, der ist stoßfest. Da sind wirklich Polster praktisch drin. Ich kann die mal hier so zusammendrücken. Das soll richtig gut halten. Ihr habt die Reflektoren drin, die auch mittelmäßig gut reflektieren, weil die doch sehr, sehr klein sind und sehr, sehr, naja. Man sieht sie anscheinend nicht so gut, aber das Material soll eben auch schnittfest sein, beziehungsweise kratzfest. Was ich schon gehört habe, und das ist auch etwas, was ich von Anfang an immer kritisiert habe, ist, wenn wir jetzt mal nach unten gucken, unter den Ranzen. Der Ranzen hier hat auch hier diese Stoßdinger und der hat unten nochmal eine Verstärkung drin. Das spürt man auch. Aber hier hätte man einfach Plastikschienen nehmen sollen, um den Rucksack anständig auf den Boden zu stellen, weil das scheuert anscheinend nach einer Zeit lang ab. So, man sieht auch die Reflexion tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Dann, bevor wir weiter reingehen, gucken wir uns hier oben an. Hier oben der Griff, ganz cool, dass der halt wirklich hier an den Trägern festgemacht ist. Das ist schon ziemlich gut, auch stabil. Was ich ein bisschen seltsam finde, ist diese Halterung. Ich weiß noch nicht, was man daran befestigen soll, aber lassen wir das mal. Wir haben hier eine Tasche, hier dieses RFID sicher. Also im Endeffekt könnt ihr da auch eure Kreditkarte bzw. Bankkarte reintun. Ja, warum man die hier vorne ohne was haben wollte, ich glaube, das ist eher so ein Ami-Style-Ding, die kein Bargeld mehr haben, sondern nur mit Kreditkarte rumlaufen. Ich habe da mein gutes altes Portemonnaie in der Hand und das kann ich tatsächlich auch einfach hier reintun. Gucken, dass ich das reinkriege, dass man sieht, das ist ein relativ großes Fach, ich kriege ja auch relativ Platz rein. Es soll ein bisschen störend sein, wenn man irgendwas Spitzes da hinten hat, weil es eben genau hinten in den Rücken reindrückt. Aber die Polsterung soll schon vieles abfangen. Hier ist nochmal so ein Gummiband, damit man den eben auch auf so einen Rolli schnallen kann. Habe ich nie jemandem was zu sagen hören. Ich vermute mal, die wenigsten wissen, dass das Ding überhaupt so existiert. So, dann haben wir hier an den Seiten, hier haben wir einen USB-Ausgang, was ich sehr, sehr cool finde. Da können wir innen drin, sehen wir gleich, auch noch eine Ladebank dran tun. Und hier haben wir nochmal ein Fach. Auch das ist RFID sicher. Und hier kann man auch das Portemonnaie, ihr seht mal, meine Hand verschwindet da komplett drin und ich kann da drin noch ein bisschen rumwudeln. Da werde ich dann wahrscheinlich eher das Portemonnaie drin lassen. Also da würde ich eher das Portemonnaie drin lassen, so ist es richtig. Und hier auf der Seite dasselbe nochmal. Auch hier mit ein bisschen Platz. Gefühlt ist die Tasche größer als die andere, aber ja, das ist gefühlt so. Ich gehe mal davon aus, die sind symmetrisch. Ja, ansonsten, wir haben hier hochwertige Metallgerätschaften an den Ranzen. Das wirkt auch ziemlich stabil. Ich glaube, wir haben jedes Fach von außen gemacht, weil der Rucksack ist extra so designt, dass wenn man den aufhat, von außen keiner drankommen kann. Das bedeutet, wenn man jetzt auf einer Convention ist, gibt es keine. Wenn man auf einem Turnier... Nee. Aber wenn man sich mit vielen Menschen... Egal. Auf jeden Fall, wenn man den aufhat, ist das nicht möglich, hinten ranzukommen, sondern man muss den halt absetzen, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. So, machen wir den mal so halb auf, denn erstmal hier Plastik. Danke Ultimate Guard für so viel Plastik. Ihr seht schon, Riesenteil. Und zwar, worauf ich den ersten Fokus legen möchte, hier an der Seite sind so kleine Knöpfe und so ein Klettverschluss. Und wenn ihr die mal löst, hier auf der Seite ist es genauso, dann könnt ihr den Ranzen noch ganz aufmachen.
So, fangen wir erstmal hier mit dem interessanten Teil für die Sachen an. Und zwar sind hier Plätze für sogar angegeben. Hier ist ein Boulder, wahrscheinlich ein 100er Boulder. Hier ist ein Sidewinder, wahrscheinlich ein 100er Sidewinder. Und hier ist eine Flip and Tray. Warum der Boulder und die Flip and Tray? Da kann doch bestimmt auch eine Flip and Tray rein. Um das zu testen, gehe ich kurz das Zeug holen. Weil ich bin natürlich super vorbereitet und habe hier natürlich alles schon hingelegt. So, gucken wir mal. Hier ist mein Flesh and Blood Deck. Das passt hier sehr einfach rein. Aber es ist nur ein 80er Boulder, weshalb das Ganze so ein bisschen am Wobbeln ist. Wenn ich die seitlich drehe für den 100er, passt es auf jeden Fall besser. So, dann haben wir hier einen Sidewinder. Habe ich hier auch. Sidewinder passt ganz gut. Und hier ist dann so eine Flip and Tray angegeben. Gucken wir mal die Flip and Tray. Das ist jetzt eine 80er Flip and Tray. Die passt ganz gut. Auch hier, das ist relativ dann schön hier oben abgeschlossen. Relativ schön. Ich mag das tatsächlich. Also hier oben das, dass man das dann auch griffbereit hier oben drin hat. So, finde ich schön. Finde ich schön. So, allerdings kann man natürlich nicht nur hier oben Zeug reinmachen in diese Teile, sondern man kann auch hier unten reinmachen. Was haben sie denn hier? Sie haben hier einen Superhive. Habe ich nicht. Wir haben hier einen Matte Tube bzw. eine Matte Case. Das habe ich. Das habe ich. Das kann ich austesten. Passt aber nicht so gut. Sondern ein bisschen hin und her spielen geht das dann schon. Das killt dann hier oben natürlich einen dieser Plätze. Wie gesagt, die sollen nur zeigen, was man da rein tun könnte, nicht was man da rein tun muss. Die Matte Tube wird wahrscheinlich genauso gut passen und der macht hier dann dicht. So, und hier haben wir dann einen Twin Flip and Tray. Ich bin gleich wieder da. So, Twin Flip and Tray habe ich natürlich auch vorhanden. Man sieht, ich habe relativ viel in diesem Pink und Lila. Das sind meistens die Farben, die man auf irgendwelchen Turnieren gewinnt. Ja, Turniere damals. So, dieser, das ist jetzt ein 160er. Da passt auch vom Platz her auf jeden Fall ein 200er rein, auch von der Höhe her. Und dann passt hier oben immer noch so einer rein. Das ist schon ziemlich cool. Das ist dann zwar schon ziemlich eng. Und man kriegt hier bestimmt Probleme, hier eine Wasserflasche noch mit reinzubringen. Aber, ja, wie gesagt, Superhive kann ich nicht testen, beziehungsweise auch ein Archive kann ich nicht testen. Tut mir leid, ich kann nicht jedes Ultimate Guard Produkt haben. Da ich von Ihnen nicht gesponsert werde in diesem Video, habe ich das nicht bereitgestellt bekommen. Das einmal weiterschieben an Ultimate Guard. Finde ich gut. So, was ich aber da habe, was ich testen möchte, na, okay, ist das Produkt von Ultimate Guard, wozu ich eine Menge Reviews gemacht habe. Und zwar der Smart Hive. Der Smart Hive passt auf jeden Fall seitlich rein, damit hier oben noch Zeug reinpasst. Oh, wir haben hier noch. Stimmt, hier sind ja noch solche Clipper drin, damit man das zu und klippen kann und da eben auch seinen Ordner drauflegen kann. Ordner. Den hole ich gleich. So, gucken wir jetzt erstmal hier an. Es passt auf jeden Fall ganz gut. Es hat hier oben auch noch Platz, hat ein bisschen Platz zum Rutschen. Hier natürlich dann keine Lasche. Könnte man noch überlegen, ob man dann hier unten noch eine Lasche reinmacht für den Smart Hive, gerade weil es ja auch die smarte neue Lösung von Ultimate Guard ist. So, stellen wir mal auch hier rüber. Dann, wo war ich? Ordner. Ja, Ordner. Passt. Passt. Passt nicht. Okay, der Quadro. Ja, der passt schon. Ist aber nicht so gern gesehen. Also tatsächlich, der passt gerade so. Das ist sehr, sehr eng. Aber auch der Quadro passt in diesen Rucksack. Das heißt, Quadro, normalen Zipfolios und auch die Flexfolios passen hier in den Rucksack ganz gut rein. Ich glaube, damit habe ich jetzt auch fast alles da reingeschmissen, was ich reinschmeißen konnte hier. Ich werde jetzt nochmal probieren, wenn ich hier nochmal Platz finde. Das ist gerade so ein bisschen hier schwieriger. Mal so ein Komplett-Setup zusammenstellen. Das heißt, den hier nach unten. So. Da eine hin. Da noch eine hin. Und da noch eine hin. Wisst ihr was? Wir nutzen hier nicht den Boulder. Ich habe ja hier noch so eine. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Aber die passen auch ganz gut. So, dann legen wir noch einen Ordner da drauf. Dann machen wir das Ganze zu. Und das ist auf jeden Fall stabil. Da fällt oben hier nichts raus.
das schon anwinkeln muss. Es fällt hier nichts raus wegen dem. Und der Rucksack hat ja noch eine Rückseite, zu der kommen wir auch noch gleich. Also da passt auf jeden Fall eine ganze Menge rein. Ist preislich natürlich auch ein Schwergewicht, aber ein Qualitätsrucksack kostet nun mal seine Euros. Und das kann auch ganz schnell mal zweistellig werden. Dementsprechend ist das vollkommen normal, dass dort die Rucksäcke etwas teurer sind. Deswegen finde ich den Preis gar nicht so schlimm. Natürlich, wenn man hingeht und sagt, yo, ich brauche gerade keinen Rucksack, dann ist das sehr viel, gerade in der jetzigen Zeit ist das eine Menge Geld. Wenn man jetzt aber sagt, ich muss gerade eh einen neuen Rucksack kaufen und ich will den auch noch für andere Sachen benutzen, unter anderem eben für Magic, dann ist das, glaube ich, ganz cool. So, gucken wir uns den Rucksack weiter an. Wir haben hier auf der Seite haben wir eine Tasche mit eben dem USB-Kabel, was hier drin verschwindet, wo wir dann eben hier das Handy laden können, was echt cool ist. Ist echt cool gemacht. Aber auch hier ein Manko. Die Tasche ist sehr, sehr groß. Und hier auf der Seite ist keine Tasche. Also ich hätte gern hier auf der Seite auch eine Tasche gehabt für eine Wasserflasche oder so. Weil was zu trinken ist wichtig. Hier ist nichts drin, um das zu trinken zu transportieren. Das ist ein bisschen schade. Das ist der zweite Manko, den ich habe. Und dann gucken wir mal weiter. Wenn ich den jetzt mal umdrehe, den Rucksack, dann sehen wir den letzten Part des Rucksacks, den ich betrachten möchte. Und zwar die Rückseite. Erstmal sieht man hier ganz schön, es ist wirklich eine ganz, ganz, ganz stabile Rückseite. Also ist auch echt, ja, wenn man so einknickt, merkt man es, aber ansonsten echt stabil. Wenn man mal reinguckt, das ist halt echt Platz. Da passt auf jeden Fall ein Laptop rein, meiner nicht. Mein Laptop ist viel zu groß dafür, aber ein normaler Laptop wird auf jeden Fall reinpassen. Was mich jetzt mal ein bisschen interessiert ist, ob hier vorne, da bin ich wieder, weil ich habe nämlich den groben Gedankengang, dass hier vorne das große Live-Pad von Ultimate Guard reinpassen könnte. Und das war ziemlich gut. Wenn jetzt hier noch ein kleines Live-Pad nochmal oben drauf passen würde, dann wäre ich zufrieden, weil ich benutze das große fast gar nicht, nämlich fast nur das kleine. Da könnte man die Tasche auch kleiner machen, aber ich glaube, das ist auch für Tablets und so weiter ganz gut von der Größe, aber so ein kleines Platz oder hier oben so ein kleiner Platz für das andere Live-Pad wäre schon cool. So, haben wir hier noch drei Stifte. Das ist nice. Und hier oben noch einen Reißverschluss und so eine kleine Tasche, wo man Würfel reintun kann oder andere Sachen. Die ist tatsächlich hier oben so ein bisschen offen. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Aber hier kann man natürlich auch, wenn man jetzt zum Beispiel nicht so weit in seinem Rucksack rumgraben möchte, wenn man den absetzt, gerade hier hoch reingreifen und dann hier zum Beispiel ein bisschen Geld rein tun. Wenn man auf einer... Ich sag's nicht. Ja, ansonsten, ich finde den Rucksack richtig, richtig cool. Er hat so zwei, drei Sachen. Wie gesagt, unten das mit der Schiene. Hier, dass kein Fach für zu trinken dabei ist und dass hier nur das große Live-Pad, nicht das kleine Live-Pad reinkommt. Das sind so kleine Mankos, die ich dabei habe und natürlich, dass ich keinen Archive habe, den ich da drin ausstellen könnte und zeigen könnte. Oder einen Superhive, der hier bestimmt auch reinpassen würde, aber das kann ich nicht zeigen, den habe ich nicht. Ansonsten finde ich den Rucksack sehr, sehr, sehr cool. So, ich habe ein bisschen aufgeräumt. Zum Rucksack selber. Es gibt den Rucksack auch noch in Rot-Schwarz aktuell. Das ist dann die 2020 Exclusive Edition. Ich weiß nicht, ob man 2020 unterstützen möchte. Das ist jedem selbst überlassen. Aber der Rot-Schwarze sieht auch nicht schlecht aus. Ich habe mir jetzt hier mal die Standardversion bekommen. Und ja, der Rot-Schwarze sieht schon sexy aus. Ich meine, hier das gefällt mir auch ziemlich gut, weil es sehr neutral ist. Wer mich kennt, weiß, ich laufe hauptsächlich in Schwarz rum. Der Name Blacky kommt nicht von ungefähr. Deswegen wäre der Schwarz-Rote schon cool gewesen. Aber ich bin hiermit auch sehr, 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 sehr zufrieden und werde ihn jetzt wahrscheinlich auch in dieser Zeit mal ein bisschen tragen und testen. Sollte dabei irgendwas mir auffallen noch, werde ich das natürlich hinterher tragen. Ich hoffe, dass Ultimate Guard auch für 2021, also für nächstes Jahr, eine Exklusiv-Edition rausbringt, wie sie es jetzt auch mit 2020 gemacht haben. Ich weiß nicht, ob es nur exklusiv war, weil es 2020 war, weil das so haha witzig witzig ist. Oder weil sie eine Vorahnung hatten, wie scheiße das Jahr wird. Aber wenn sie eine 2021-Version machen, wäre das natürlich auch richtig cool. Dann gibt es den nämlich auch in verschiedenen Farben. Es sei denn natürlich, sie nehmen wieder Schwarz-Rot für die 2021-Edition. Dann gibt es den bisher immer noch in diesem Grau und eben in dem Schwarz-Rot. Wie gesagt, das werden wir dann noch sehen. Ich wollte euch nochmal zeigen, ich wollte nicht vorenthalten, dass ich eben den nochmal in die Finger bekommen habe und ich wollte euch nochmal zeigen, was dieser Rucksack alles kann. Wie gesagt, wenn ihr das erste Mal sehen wollt, nochmal, dass ich durch diesen Rucksack mich durchgucke. Ich weiß nicht, ob ich da Sachen angesprochen habe, die ich jetzt hier nicht angesprochen habe oder
eben andere Reaktionen hatte wie jetzt, wovon ich ausgehe. Wie gesagt, unten in den Kommentaren ist nochmal der Link zu dem Video, was ich für den Fischkrieg gemacht habe. Und ansonsten muss ich sagen, gefällt mir dieses Ultimate Guard Produkt sehr, sehr gut. Es hat 2-3 Mankos. Vielleicht wird es eben mal behoben in einem Ammonit 2.0 oder ein Ammonit Remastered oder wie auch immer sie es nennen würden. Und da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ein paar von den Verbesserungsvorschlägen, die ich jetzt gerade gebracht habe, auch angenommen werden. Ansonsten, wie gesagt, ich mag den Rucksack. Ich werde ihn jetzt die nächste Zeit benutzen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich den nochmal in die Finger gekriegt habe und nochmal für euch zeigen konnte. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.